Jo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start und wir spielen heute wieder mal CSGO, beziehungsweise wir spielen gar nicht, sondern nein, wir wollen einmal die Overwatch Beta testen. Ihr kennt das vielleicht bei mir schon aus den Streams. Und zwar, wenn man, ich glaube, 150 Games, Ranked Games gewonnen hat, dann wird man freigeschaltet für die Overwatch Beta. Dann bekommt man hier so eine Fall-ID, also da sind immer wieder neue, sozusagen, wenn man was abgeschlossen hat, kommt immer neuer Fall rein. Hier ist die Fall-ID und dann kann man Beweismaterial prüfen. Ja, ihr seht schon, Beweismaterial. Was kann Overwatch sein? Ich werde es euch erklären. Und zwar, ihr könnt in-game könnt ihr Spieler reporten. Zum Beispiel für schlechtes Benehmen, für Cheaten, für andere Sachen. Aimbot, Wallhack, sowas halt alles. Und die werden dann für die Overwatch freigegeben. Das bedeutet, eine bestimmte Anzahl an Usern werden diesen Fall bekommen. Dann seht ihr, und ja, wenn genug dafür abstimmen, beziehungsweise dann können sich diese Leute in der Overwatch, diese Leute, beziehungsweise diese Demo angucken von den Spielen. Ihr seht schon, man sieht keine Namen, man sieht nur Botnamen und halt, der Suspect, also denjenigen, den man angucken kann. Ich glaube, man kann auch nur den angucken, ich bin mir nicht sicher. Dann kann man noch so Einstellungen einstellen, wie zum Beispiel Röntgenblick, sozusagen, dass man alles durch die Wand sieht. Werden wir natürlich anders, wir möchten nämlich gucken, ob er cheatet. Und ja, der Sinn davon ist es, einfach rauszufinden, ob der cheatet oder nicht. Das heißt, die Community selber schaut, ob der cheatet. Und wenn er cheatet, kann man am Ende abstimmen, was der für Cheats anhatte, ob er verdächtig war oder nicht. Also ob man es vielleicht nicht sehen konnte. Und wenn, ich glaube, 10 Leute zugestimmt haben, dass er cheatet oder ein prozentualer Anteil, dann, ja, dann ist er oder wird er gebannt. Soweit ich das mitbekommen habe. Das sind meine, ja, zumindest ist das der Stand, der, mein Stand. So, jetzt sieht man, bisher hat er eigentlich ganz okay gespielt. Also, zack, der Kill war schön. Ich würde jetzt bisher noch nicht sagen, dass er anhat, also noch spielt er sauber. Es kann ja sein, dass die Leute den einfach reporten, dass er oft reportet wurde, weil er normal gut spielt oder einfach Glück hat. Kann man ja nicht sagen, also deswegen, bisher hat er ganz gut gespielt. Meistens ist es aber so, die Leute, die verkacken extrem und ja, sobald die verkacken, machen die Cheats an. Da, den hat er bisher, glaube ich, fair gesehen. Wir gehen mal eben Demo UI ein. Dann haben wir nämlich hier so einen coolen Player. Genau, den packen wir hier hin. Dann können wir nicht immer vorspulen. Es wird automatisch die Mitte eines Spiels genommen oder Ende oder Anfang. Und man kann sozusagen, genau, es wird automatisch immer vorgespult, bis er lebt. Er macht bisher immer dasselbe. Also bisher hat er meiner Meinung nach ganz sauber gespielt. Das war ein schöner Kill. Jeder Schuss. Jeder Schuss hat, glaube ich, bisher nicht getroffen, aber wir schauen mal. Geht gezoomt um die Ecke. Hier sieht er keinen. Geht vorsichtig um die Ecke. Das ist denn bei einer der neuen Breakout-Maps. Ich finde die echt dumm. So. Da hätte man eventuell... Jo, der Kill war schön. Oh, den hat er jetzt gesehen. Nein, den hat er nicht gesehen. Ah, aber gekillt. Hat der Gegner gefailt. Man sieht sozusagen nicht die Spielernamen. Es gibt einen Trick, wie man Spielernamen sieht. Werde ich euch jetzt aber nicht verraten. Es gibt wirklich einen Trick, wie man Spielernamen sieht. Werde ich euch nicht verraten, damit man den nicht zuflamet, sondern ja. Er wird schon seine gerechte Strafe bekommen. Bisher ist er ganz sauber. Wir warten mal. Macht immer dasselbe. Ist extrem vorsichtig. Schaut, sieht keinen. Ich kenne leider die Map auch nicht, also ich kenne die schon ein, zweimal gespielt, aber echt ungern. Obwohl die gar nicht so schlecht ist. Nur ich mag diese Unebenheiten nicht. Ich brauche, oh, da hat der... Oh, den hat er gesehen. Oh, da hat er gar nicht geschossen. Hat er die Waffe zu schnell geswitcht? Hier, da ist er... Da hat er verkackt. Jetzt ist er auf K. Er könnte auf dem Desktop sein. Oder er war im Shop-Menü. Das auch mal so. Kurz bevor die wirklich anfangen aktiv zu cheaten, sind die auf dem Desktop. Macht immer dasselbe. Wir werden mal ein bisschen vorspulen.
Oh, schön, okay. Bisher kann man nicht sagen, dass er anhatte. Geht halt immer denselben Weg. Da sieht er ihn. Oh, schöner Headshot. Der ist weggefetzt. Den links hat er jetzt. Den da, der da ist, hat er auch nicht gesehen, also. Was soll man dazu sagen, ne? Schöner Headshot. Bisher würde ich auf jeden Fall sagen, dass er kein Wall-Egg anhat. Oh, da hat er den gesehen. Schöner Kill, schöner Kill. Das ist die Geisel. Man sieht auch, wir haben jetzt wie viel? Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Runden geguckt. Es sind nicht viele Runden, die gezeigt werden. Ich glaube, wir haben mit 3-3 angefangen. 2-3, also 4-5. Vielleicht 10 Runden höchstens. Also bisher muss ich sagen, sieht der für mich absolut sauber aus. Macht halt immer dasselbe. Da hat er einen gesehen, oh. Jawoll. Schöner Kill. Schöner Kill. Da hätte man den vielleicht supporten können, weil der. Den einen. Der eine dachte bestimmt, der hat den durch die Wand gekillt, aber dabei hat er den durchs Fenster gekillt. Vielleicht hat er den da reportet oder. Ich weiß es nicht. Oh, den hat er angehittet. Wieder verfehlt, also. Hat jetzt kein. Ich wüsste nicht, ob das der irgendwas anhätte. Aimbot oder so natürlich auch nicht. Würde anders aussehen. Gibt ja noch andere, nicht nur Aimbot, sondern Triggerbot, aber hat auch nicht an. Hat extrem lang gezielt. Gegner hat sogar schneller geschossen. Gegner hat verfehlt. Was soll man sagen? Sieht bisher extrem sauber aus, muss ich sagen. Ich springe mal wieder ein bisschen vor. Oh, da hat er beide gesehen. Da hat er beide gesehen. Ich glaube, den hat er angehittet. Jetzt denkt er, dass er einer tot ist. Hat ihn aber. Der hat doch nur einen gesehen von zwei, die hochgelaufen sind. Geht jetzt nochmal auf Nummer sicher. Sieht, dass er nichts ist, weil sein Team durchgelaufen ist. Den Scout-Typen sieht man auf der Minimap. Der wüsste also, wo der steht. Nehmen aber noch zwei. Den hat er jetzt gesehen, ja. Nein. Aber Team hat gewonnen. Zack, holt sich noch einen. Also, absolut. Ich sehe da nichts von Cheaten. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich sehe da absolut nichts von Cheaten. Schauen wir mal weiter. Vielleicht passiert hier noch was. Spul mal leicht vor. Ich würde mal leicht vorspulen. Hier wieder dasselbe. Wird von der Shotgun angeschossen. Nee, da weiß ich nichts. Wenn man eben. Okay, das war's schon. Da ist schon die Demo vorbei. Also ich muss sagen. Für mich hat er nicht gecheatet. Jetzt kann man sozusagen Overwatch urteilen. Nun, da sie die Beweismaterial überprüft haben, Steam, hallo, ist es ihre Pflicht, die Tatsachen festzustellen. Sie sollten davon ausgehen, dass der Verdächtige unschuldig ist und nur wenn sie zuversichtlich sind, zweifelsfrei störendes Verhalten erkannt zu haben, etwas anderes als unzureichende Beweise auswählen. Ich muss sagen, für mich, also war der. Ja, was heißt, er war als Nicht-Cheater, er hat nichts angehabt, deswegen sage ich zu allem unzureichende Beweise, aber da gehen wir weiter nochmal ein. Wenn Sie allerdings das Gefühl haben, nicht die nötige Aufmerksamkeit für eine Urteilsfindung aufgebracht zu haben, klicken Sie auf Urteil vertagen. Der Fall wird Ihnen weiterhin zum späten Ansehen zur Verfügung stehen. So, Moment, ja, was soll man sagen? Bei der Überprüfung, also erstmal außerordentliche Störung, Zielhilfe, ist sozusagen, hatte der
automatisches Zielen, das heißt Aimbot oder Triggerbot, Vermindigung oder Unterdrücken des Rückstoßes, also No Recoil, hat er denn nicht an, unzureichende Beweise, ausländische Störung durch Sichthilfe, das konnte er durch Wände sehen, durch Rauch sehen oder Vermindigung oder Unterdrückung von Blendungsgranaten, also ist beide immun gegen Flash oder hatte Wallhack an, hatte der meiner Meinung nach nicht. Ausländische Störung an das zweite externe Hilfe wie Speedtakes, automatische Sprungskripte, Kameraperspektiven oder sonst was, hatte der auch nicht. Hat ganz normal fair gespielt, ging immer denselben Weg, hat konstant seine Leute weggeholt. Geringfügige Störung, Spielbehinderung, das heißt also, hat der Teammates attackiert, sonst was. Ne, hat fair gespielt, sauber gespielt, Urteil abgeben, also man kann jetzt sozusagen Urteil abgeben. Wenn man meint, er hätte gecheatet, hätte man zum Beispiel so gemacht, okay, sagen wir, er hatte kein Speedtake, das bedeutet hier Speedtake weg, aber so hätte man gesagt, da der aber nicht cheatet, kann man ja sagen, Urteil abgeben oder Urteil vertagen, das war da, wenn man Urteil vertagen macht, kann man die Demo zum Beispiel morgen nochmal angucken oder übermorgen, wenn man aber Urteil abgeben, ihr Urteil wurde empfangen, vielen Dank, dass Sie halt bei Overwatch mitgemacht haben. Ja, Leute, danke. So sieht man jetzt, Overwatch ist weg, nach 5-6 Stunden kommt dann eine neue Demo rein. Ich mach's immer wieder. Vielleicht bringt das ja was. Freut mich auf jeden Fall, der Community zu helfen. Falls wir Cheater sind, werden die immer gebannt. Deswegen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal sehen wir hoffentlich einen Cheater, ne? Deswegen, ciao!